Also, bei der Schaffung der ursprünglichen Ungleichheit zwischen Mann und Frau hat Gott also einen wirklich schweren Fehler gemacht. Stellen wir uns vor, er hätte stattdessen aus Adams Rippe einen jungen Mann erschaffen. Die beiden hätten sich in aller Unschuld an der Schönheit ihrer ewig jungen männlichen Körper erfreuen können. Selbst ihr Sex wäre folgenlos geblieben. Keine Überbevölkerung, keine Kriege, kein Feminismus, nichts. Die Welt wäre ein besserer Ort gewesen und die Schwulen hätten nie um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Ist doch lustig, ne? Ich hatte ja zunächst ein anderes Buch geschrieben über den Euro, was mir auch wichtig war und was natürlich auch zeitlich drängte. Im Übrigen ist es immer so, wenn man Gedanken hat, die also komplex sind, dass man nachdenkt und die Dinge wieder weglegt. Ich will mich jetzt nicht mit Goethe vergleichen, aber der hat an seinem Faust 60 Jahre geschrieben. So lange hat es jetzt nicht gedauert, aber vieles von dem, was ich jetzt in dem Buch geschrieben habe, habe ich bereits Anfang 2011 niedergelegt. Aber das Buch ist ja auch viel mehr als jetzt nur eine Auseinandersetzung mit der damaligen Diskussion. Das ist ja nur in einem Kapitel, sondern ich befasse mich generell mit den Bestimmungsgründen und den Begrenzen der Meinungsfreiheit. Das gibt ja in allen Gesellschaften, wird ja irgendwie Meinung reguliert, mal mehr, mal weniger, mal weiter. Und ich befasse mich mit den spezifischen Einschränkungen der Meinungsfreiheit oder dessen, was man äußern kann, ohne Sanktionen, die einem in der gegenwärtigen Medienstruktur in der Bundesrepublik auferlegt sind. Letztlich gibt es so einen Kult des Guten, Wahren und Schönen, und alle, die diesem Kult nicht frönen, werden in der Tendenz missachtet oder auch gerne weggedrückt. Und dieser Kult dreht sich bei uns um den Begriff der Gleichheit. Alle Arten von der Ungleichheit wird im Prinzip misstrauisch beäugt, und vor allen Dingen werden alle Analysen und alle Fragestellungen also misstrauisch beäugt, die irgendwo sich befassen mit Ungleichheiten, also zwischen den Geschlechtern, mit Ungleichheiten aufgrund des angeborenen Temperaments, mit Ungleichheiten aufgrund der angeborenen Intelligenz, mit Ungleichheiten zwischen Völkern, Ethnien, sozialen Gruppen und so weiter. Ja, es gibt vor allen Dingen auch in Berlin die Tendenz, also kritische Betrachtung von Unterschieden und von ihren Ursachen überhaupt zum Thema zu machen. Es hat lange gedauert, bis die Zeitungen in Berlin auch bei bestimmten Straftaten Namen veröffentlicht haben, weil aus den Namen wird ja die Herkunft deutlich. Und man sieht auch heute noch, auch in vielen Berichterstattungen der Morgenpost, dass man es gerne unterdrückt, wenn gewisse Verbrechen, gewisse Fehlverhaltensweisen einem nach der ethnischen Hintergrund oder einem also kulturellen Hintergrund zugeordnet werden können. Trotzdem ist der kulturelle Hintergrund auch eben aufschlussreich und muss für alles andere erwähnt werden. Zum Beispiel werden 90% aller Mordtaten werden da von Männern erwähnt. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, wenn ein Täter männlich ist, sein Geschlecht zu verschweigen nach dem Motto, dann könnte man ja auf die Männer ein schlechtes Licht werfen oder ähnliches. Wir müssen uns dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit bewusst sein und müssen auch über sie reden. Na gut, das Buch, das Thema hat mich beschäftigt, das ist klar. Und ich habe im Zuge des Buches oder seiner Abfassung auch sehr viel gelesen, erstmals gelesen, neu gelesen. Und insofern war es für mich
war auch für mich auch die Abfassung des Buches ein sehr lehrreicher, spannender Vorgang, natürlich auch immer anstrengend. Und ich hoffe, dass jetzt das Endprodukt auch viele interessiert. Das ist ja ganz menschlich. Wenn sich der eine oder andere darüber vielleicht ärgert, macht das auch nichts.